Was meinst du, es fällt ab, wenn Jiddisch ist nicht da zwischen die jiddische Kultur in Mexiko? Wollt nicht gewinnen, ja. Ja, ich trage das, das ist, was mir darf rufen, Assimilation. In Mexiko, wir reden eine Sache wegen Assimilation. Wir sind eine neue spezielle Kehle, weil unsere Prozenten von Assimilation sind nicht stark. Wenn es die Mehrheit haben Hassene mit ihnen und bleiben ihnen und bleiben in der Kehle, das ist etwas euch Modne. Aber mir redet das Sache wegen Assimilation. Und etliche Molen trachte ich als Assimilation, für etliche Molen für die Keile, meint, Hassene oben mit ihm etzen, was ist nicht eif. Und das kann sein, nefscher a Teil, aber das meint nicht, dass du dich schon assimiliert, Nummer eins. Und Nummer zwei, was? Ich will Hassene oben mit eif und mit Kieschu, weil meine Kinder sein Iden. Nein, sie dürfen lernen Jiddisch, Hebräisch, Minhagim, ein bisschen teure oder eine Sache teure. Es macht nicht aus, aber man darf haben jiddische Themen. Man kann nicht eine Schule oder eine Kirche kann nicht reden wegen mir seine, mir willen Traditionen, mir haben sie lieb, mir dürfen sie weiternehmen und wegnehmen Jiddisch von Schule. Das ist sehr schlechter Double Message. Und wir alle sind gewachsen mit es. Und es sind heutzutage Konflikten zu lieb dem, wenn wir sagen. Aber ich trage das, das ist Assimilation. Zu sein in einer jüdischen Schule, was sagt in Speech, nur in Maul, als Tradition seinen wichtig. Aber in der zweiten Seite, man nimmt daraus Jüdisch. Also, das ist Assimilation. Zu bleiben Jeden, ohne jüdische Sachen. Also das ist das, was ich trage. Das ist ein Unheil von sehr tiefe Krise von Assimilation. Weil heute ist jüdisch, morgen wird sein hebräisch, morgen wird sein teure, morgen wird sein ich weiß nicht was. Für mich jüdisch ist nicht winzig oder mehr wichtig wie teure. Für mich darf man lernen beide, ob man ist Aschkenazisch, wenn wir sagen. Oder ob man ist Farin. Man darf geben die Gelegenheit, sollen jener Mensch soll jeder Mensch, der sich sein Fall interessiert, das kennen tun. Und das ist, was ich trage. Aber das ist nicht, was ist geschehen. Also ich trage das, das ist Assimilation. Das ist der Unheil von sehr starken Epoche von Assimilation in Mexiko.